Hallo, wie ihr eventuell schon erraten könnt, haben wir jetzt ein neues Pferd bei uns im Stall. Es ist ein Einstellerpferd, nicht meins, sondern von meiner Reitbeteiligung. Sie hat sich eins gekauft. Er ist jetzt schon seit 2 Wochen hier und wir haben ihm jetzt einfach auch die Möglichkeit gegeben, ihn eingewöhnen zu lassen. Und ja, am Anfang, als er ankam, haben wir mal geschaut, wie ist er so drauf. Er war tiefenentspannt, ihn hat es so relativ wenig interessiert. Und dann haben wir ihn mal mit zu den anderen dreien. Erstmal habe ich Moritz separiert, weil Moritz, weiß ich, normalerweise war da immer so, dass er auf anderen Pferde losgegangen ist am Anfang. Und wenn ich ihn eine Woche lang alleine habe stehen lassen, so dass er trotzdem sie sieht und den Kontakt über den Zaun haben kann, war das überhaupt kein Thema. Und ja. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, es klappt eigentlich eher. Der Neue hat sich nicht für die anderen interessiert, die anderen sich auch nicht so besonders für ihn. Und dann haben wir alle zusammen auf die große Wiese gelassen. Es hat super geklappt, ohne Probleme. Und dann habe ich trotzdem gesagt, im Offenstall wird er mal alleine stehen, beziehungsweise ich werde erstmal, wollte es erstmal mit Josie ausprobieren, weil ich weiß, Josie ist sehr ranglieder und ist eigentlich auch sehr verträglich. Also bevor sie jemanden angreift, lässt sie sich angreifen und auch verschlagen. Also sie wehrt sich auch keinen Meter. Dann habe ich die zwei zusammen. Josie fand das ganz doof. Das heißt, sie hat ihn komplett links liegen lassen, ist am Zaun rauf und runter gelaufen. So von wegen, ich will mit dem nichts zu tun haben, lasst mich wieder rüber. Dann dachte ich, gut, probieren wir es mal mit Lucky. Und mit den zwei hat es eigentlich auch relativ gut geklappt. Die haben zwar viel gequietscht. Letztendlich haben sie nach einer Stunde zusammen aus der Heuraufe gefressen. Hallo Maus! Zusammen aus der Heuraufe gefressen und es war überhaupt kein Problem. Ja, so verlief dann die Nacht. Am nächsten Tag war auch alles gut. Und dann kam aber der Punkt, wo dann Lucky meinte, die Oberhand nehmen zu müssen. Magst du auch mit ins Video? Magst du auch mit ins Video? Ja, dann hat sie ihn halt laufend weggescheucht, so wie es eigentlich Moritz immer macht. Hallo, denk ihr bitte dran, dass ich hier stehe? Dass wir, sitze, das wäre sehr nett. Wir haben immer noch die bösen Beißmücken. Das ist ganz schlimm. Das passt mir jetzt gerade gar nicht, dass ihr da steht. Ja, das passt mir jetzt gerade gar nicht. Ja. Ja, dann bin ich nochmal hergegangen, habe Lucky dann raus, weil das wurde mir dann ein bisschen zu arg, was die Lucky da gemacht hat. Und habe dann nochmal Josie rüber und die zwei haben komischerweise direkt Mankrollen gemacht. Die zwei haben sich super verstanden. Und Moritz war dann auch entspannter. Dann bin ich halt noch einen Tag später hergegangen, habe dann mal den Offenstall wieder komplett aufgemacht, dass alle zusammenstehen. Ja, es war dann. Nee, dann habe ich es so gemacht, weil die Lucky. Genau, ich habe dann aufgemacht. Und dann fing es aber an, dass Lucky ihn extrem gejagt hat. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Ich werde jetzt mal hergehen und Lucky alleine stellen. Und oh, die Mücken. Und letztendlich haben sie dann auch nach einer Stunde zu dritt, also Josie, Moritz und der Neue, haben zusammen aus der Heuraufe gefressen und ja, dann habe ich die Nacht so belassen. Dann war aber am nächsten Tag so, dass Moritz gejagt wurde vom Neuen. Da habe ich gesagt, ich gucke mir das jetzt noch ein paar Tage an. Wenn nicht, muss er mit Josie wieder alleine stehen. Und mittlerweile hat sie es echt super eingependelt. Die stehen alle jetzt aneinander. Es funktioniert. Lucky hat ab und zu noch ihren Rappel, wo sie ihn dann mal wegscheucht. Aber alles mittlerweile im Rahmen. Josie steht oft zwischen zwei Stühlen, kann sich dann dazu entscheiden, zwischen Toto. Der Neue heißt Toto, zwischen Toto und den anderen, weil Toto lässt sie komplett in Ruhe. Er will gar nichts von ihr. Er scheucht sie auch in keinster Weise weg oder sonstiges. Und dafür aber halt Lucky und Moritz, weil die ja ranghöher sind. Also bei den zwei, Toto und Jo Lucky, hallo, nicht so nah kommen bitte. Bei den zwei weiß sie halt, ja, woran sie ist. Und beim Toto ist es halt so. Mach du, was du willst. Das ist eine Kamera. Ja, und es funktioniert mittlerweile echt super. Josie steht auch sehr gerne bei ihm. Ich
gehe davon aus, wir kriegen es halt nicht so mit, weil die machen es ja nicht gerade dann, wenn wir anwesend sind, gehe ich davon aus, dass die schon Mähnenkraulen machen und so, so wie die zwei aufeinander abfahren. Also wir haben jetzt sozusagen Zweiergruppen, also Josie und Toto, Lucky und Mopsy. Ja, jetzt zeige ich euch ihn mal und stelle ihn euch mal so ein bisschen vor. So, gemistet habe ich noch nicht. Das ist Toto. Eigentlich heißt er Quickie Two Shoes. Er ist 19 Jahre alt, ein Rheinländer und ist früher springen gegangen. Welches Springen wissen wir nicht. Wir wissen nur, er ist springen gegangen. Aber wie hoch, das ist eigentlich so für uns unrelevant. Da steht die Josie und da stehen meine anderen zwei Kandidaten. Also man sieht, die stehen schon sehr eng aneinander. Ich zeige euch mal gerne etwas näher. Toto! Hallo! Also er ist wirklich ein ganz braver. Er ist einer, wo er sagt, jo, komm ich heute nicht. Komm ich morgen. Er ist 1,68 Meter, für mich viel zu groß. Alle, die wissen, ich habe etwas kleinere Pferde. Das heißt, mir wäre er viel zu groß. Ja, hallo Lucky, stehst mal wieder nicht im Mittelpunkt, gell? Stehst mal wieder nicht im Mittelpunkt. Also wie gesagt, mir ist er zu groß, weil ich selber nur 1,60 Meter bin. Und ja, das ist dann nicht so meins, weil ja, es fängt schon beim Satteln an. Wie kriege ich so einen schweren Westernsattel aufs Pferd? Ja, wir haben jetzt Dienstag. Also er ist jetzt am Samstag vor einer Woche gekommen. Er ist jetzt am Samstag, nächsten Samstag, 2 Wochen bei uns. Und Turnier Takalo, ich stehe hier und du kannst mich nicht über den Haufen laufen. Lucky ist im Moment so von wegen, kraul mich, mach was, berühre mich. Obwohl sie jeden Tag von mir betüttelt wird. Und ja, am Samstag habe ich ja noch mein letztes Turnier für dieses Jahr und da ist es auch so, dass ich freitags schon hinfahre, weil wir spontan eine Box gekriegt haben, weil nämlich die Prüfungen sind wieder ein bisschen blöd. Morgens, frühmorgens um 9 habe ich die ersten 2 Prüfungen und dann erst nachmittags wieder. Und es wäre halt blöd, dass wir dann sie wieder in den Hänger stellen müssen oder mit ihr grasen müssen. Grasen ist immer gut, machen wir sowieso. Aber wir könnten dann nicht mehr sagen, komm, wir setzen uns mal zu den anderen und essen was und so. Das geht dann halt nicht, wenn man ein Pferd im Hänger hat, weil alleine lassen möchte ich sie im Hänger halt auch nicht. Und da jemand eine Box abgegeben hat, habe ich gesagt, hey, ich würde sie gerne nehmen. Und ja, das heißt, am Freitagabend bezieht meine Maus schon diese Box. Sind wir mal ganz gespannt. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Verladetraining gemacht, dass es noch entspannter wird. Es ist halt auch der Vorteil, wenn man seinen Hänger hier hat die ganze Zeit, da kann man dann immer spontan sagen, jo, ich hänge jetzt mal den Hänger an. Ja, ich werde sie, dadurch, dass wir jetzt 2 Prüfungen oder ja, einmal die morgens die 2 Prüfungen und mittags eine Prüfung haben, werde ich sie morgens vermehrt longieren und mittags reiten oder morgens reiten und mittags longieren. Heute mache ich es so, dass ich sie gleich longiere noch, so ein halbes Stündchen ungefähr und heute Abend nach der Arbeit komme ich noch mal raus und werde sie noch mal ein bisschen reiten. Jetzt auch nicht viel, einfach nur, dass sie sich ein bisschen dran gewöhnt, an das 2-mal Reiten am Tag. Und ja, werde sie halt jetzt nicht überstrapazieren, sondern einfach nur ein bisschen locker vorwärts, abwärts. Einfach, dass sie ein bisschen weiß, von wegen, man muss auch 2-mal arbeiten. Genau. Okay? Ja, man muss auch 2-mal arbeiten. Ja, das war eigentlich nur soweit das, was ich euch noch erzählen wollte. Mal ein kurzes Update. Ja, Moritz ist auch ein ganz Verschmuster geworden mittlerweile. Warum auch immer alle so schmusig sind, war eigentlich die Jahre nie so. Das soweit dazu und alles andere dann beim Turnier. Bis dann, tschüss!